Willkommen zurück bei Conny Pure. Ich bin mir sicher, viele von euch waren in den letzten Wochen im Urlaub. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme euch vielleicht in den nächsten Wochen ein bisschen mit auf eine Reise so durch die ganze Welt. Nämlich überall gibt es tolle Highlights, gesunde, ich sage mal, Schleckereien, die den Körper gut tun und auch noch gut schmecken. Und wir machen heute den Anfang mit Indonesien. In Indonesien gibt es nämlich ein Getränk, das nennt sich Jamu. Und Jamu ist immer eine Bezeichnung für so Getränke, die so eine gewisse Heilwirkung haben. Da geht es um Kräuter, da geht es um Wurzeln, da geht es um Blüten. Und der klassische Jamu hat zwei Inhaltsstoffe. Das ist einmal die Ingwerwurzel und das ist einmal die Kurkuma. Und ich zeige euch jetzt, wie man einen Jamu zubereitet. Ich habe hier 100 Gramm Kurkuma und 50 Gramm Ingwer und jetzt geht es erstmal darum, das Ganze möglichst klein zu raspeln. Und nachdem Kurkuma ja richtig gut abfärbt, ich meine, es wird ja sogar als Farbmittel verwendet, werde ich mir hier so schicke Einmalhandschuhe anziehen, damit ich hier einfach gut arbeiten kann. Frischen Kurkuma kriegt man jetzt eigentlich inzwischen bei uns in ganz vielen Supermärkten. Kurkuma gilt ja so als die Gesundwurzel schlechthin. Also ich weiß nicht, es sind unglaublich viele Symptome und Krankheiten, wo Kurkuma helfen soll. Richtig bekannt wurde er natürlich, weil er bei Krebserkrankungen präventiv wirken soll. Also Kurkuma sollte man eigentlich ganz, ganz oft irgendwo reingeben. Es ist auch gut fürs Immunsystem, hat ganz viele Antioxidantien. Und natürlich der frische Kurkuma, der hat natürlich, ist natürlich da besonders fein. Es ist übrigens auch ganz viel Beta-Carotin drin natürlich. Das macht die orangene Farbe aus. Und Beta-Carotin ein starkes Antioxidant und vor allem für die Haut. Deswegen auch im Sommer total gut, weil es einfach so Sonnenschäden immer ein bisschen vorbeugt. So, und das Ganze kommt jetzt in einen Topf hinein. Im Grunde ist das Ganze ein eingekochter Ingwer-Kurkuma-Saft, wenn man so will. Und deswegen brauche ich jetzt zu der Menge in etwa einen Liter Wasser. Und das wird jetzt so ein bisschen eingeköchelt zu 15 Minuten. Wenn man sich überlegt, wie viel gesundheitsfördernde Eigenschaften auch der Ingwer hat, also diese ganzen antibakteriellen Eigenschaften, entzündungshemmenden Eigenschaften und so weiter, dann kann man sich vorstellen, was das für ein toller Shot ist, auch in Erkältungszeiten. Also ich glaube, ich werde den aufnehmen diesen Winter. So, ich habe mir jetzt inzwischen eine Schürze geholt, weil jetzt geht es gleich ans Mixen. Das Ganze hat sich jetzt einreduziert, eigentlich fast hier auf die Hälfte während des Kochens. Es wird ein bisschen, man lässt es ein bisschen abkühlen. Und jetzt kommen noch ein paar zusätzliche Zutaten mit rein. Und da allen voran eine quasi die dritte essentielle Zutat für das Jamu ist eine Tamarindenpaste. Die Tamarindenpaste, die kann man sich eben auch selber machen. Ich habe da auch ein Video dazu gemacht. Das werde ich euch in Kürze auch noch online stellen. Das schmeckt leicht zitronig, ja, dann ganz an eigenen Geschmack. Wenn ich jetzt wirklich keine Tamarindenpaste, kein Tamarindenmus zu Hause habe, dann kann ich einen Esslöffel auch mit 3 bis 4 Limetten ersetzen. Es schmeckt nicht genau gleich, aber es ist ein guter Ersatz, weil diese Tamarindenpaste ist wirklich nicht so, dass man die ständig vorrätig hat. Dann gebe ich rein ein Gewürz, und zwar ist es eins von unseren Gewürzen, das nennt sich Sweet Orient. Das glaube ich, dass das ganz gut dazu passt. Da gebe ich nicht zu viel rein, vielleicht so einen halben Esslöffel. Das hat so ein bisschen, da ist auch ein bisschen so, ja, ein bisschen zimtig, ein bisschen Apfelgeschmack da drinnen. Und zusätzlich kann man jetzt noch ein kleines bisschen Zimt dazugeben. Das sind ja auch alles sehr, sehr gesunde Gewürze. Das ist natürlich jetzt eine ziemlich scharf-saure Angelegenheit. Da tut jetzt ein bisschen Süße natürlich ganz gut. Und da leistet der Agavendicksaft ganz gute Dienste. Man kann natürlich auch vielleicht ein bisschen Kokosblütenzucker dazu nehmen. So, jetzt wird das Ganze gemixt. Entweder ich gebe das alles in den Mixer rein. Ich probiere es jetzt einmal mit dem Pürierstab und schaue, wie cremig wird das dann. Und ich hoffe, dass dadurch, dass wir vorher geraspelt haben, dass das jetzt gut wird. So, das Ganze, das kann man jetzt kalt und warm trinken. Man kann das auch im Kühlschrank ein paar Tage aufbehalten und sich zum Beispiel in der Früh immer so einen kleinen Shot
genehmigen. Also das ist auf jeden Fall Detox pur. Und ja, bin gespannt. Schmeckt sehr nach Kurkuma, sehr nach Ingwer. Schmeckt nicht schlecht. Ich würde vielleicht tatsächlich noch ein bisschen mehr Süße reingeben. Aber ein super interessantes Getränk. Ich glaube, das wandert jetzt auch in meinen Kühlschrank. Und ich genehmige mir jeden Tag so einen kleinen Shot in der Früh und fühle mich dann voller Power und Energie. Wenn ihr dieses Wie mache ich die Tamarindenpaste-Video nicht verpassen wollt, dann klickt doch einfach auf Abonnieren. Ich habe ja noch viele andere Videos aus aller Welt gemacht. Die könnt ihr dann auch alle sehen. Und die Sweet Orient Gewürz, wo ihr das bekommt, schreibe ich euch unten in die Infobox. Ich genieße jetzt meinen Powershot. Ich wünsche euch noch einen schönen Sommer.